Ah, guten Tag, Frau Professor Dr. Wank. Grüße Sie. Ich habe mal eine Frage. Wie sieht das eigentlich aus mit der Überschwemmung im Labor? Ja, das Wasser... Oh, das Wasser ist schon bei Herrn Dr. Zepp im Labor. Oh, das ist nicht so toll. Der wird erst garantiert nur schwer. Na gut, die jetzigen Praktikanten sind eben nicht das wert, was sie wert sein sollten. Naja, ich glaube, die Vampire werden sich schon um sie kümmern. Ich habe mal eine Frage. Könnten Sie bitte Herrn Dr. Zepp ganz dringend ausrufen? Er möchte bitte so schnell herkommen, wie es nur irgendwie geht. Genau, er soll sich beeilen und zwar ziemlich zackig. Am besten den Aufschritt. Könnten Sie das ausrichten? Ich bedanke mich. Ja, und wegen Ihrem Sohn und Bassgitarrenunterricht. Selbstverständlich bekommt er das umsonst. Herr Dr. Zepp, können Sie das selbstverständlich von nun abziehen? Okay, ich bedanke mich. Rufen Sie denn mal bitte Herrn Dr. Zepp ab, er möchte in Stichschritt hierher kommen. Fantastisch. Herr Dr. Zepp, bitte umgehend im Laufschritt zum Professor, Ihr Labor ist eh nicht mehr zu retten. Wo Sie dabei sind, ich benötige die Lenzpumpe, sonst geht die Telefonzentrale unter. Chef, ich kann unter diesen Bedingungen nicht arbeiten. Nicht nur, dass mein Labor unter Wasser steht, die haben auch noch einen supremalen Fratzangumulator auseinandergebaut. Alles, was ich noch übrig habe, ist das Ding hier. Wer war das? Da war ja scheiß Praktikanten wieder. Das waren diese komischen Dussels, die haben außerdem das Fluttor geöffnet, die große Schleuse im Keller. Warum zur Hölle hast du ein Fluttor im Keller? Was soll der Quatsch? Für die U-Boote. Wenn deine Experimente im Einklang mit den Regeln der Ethik und der Wissenschaft wären, bräuchtest du kein Flucht-U-Boot. Ja, die Nautilus musst du ja irgendwo anlegen können, Kapitän Nemo. Weißt du, was das wieder für ein Experiment ist? Ich will es gar nicht wissen. Wir suchen Atlantis. Wundervoll. Wahrscheinlich hast du es widerlegt. Heute geht es um Blutdruck. Na, das passt ja hervorragend. Meine ist irgendwo jenseits von Gut und Böse. Wie kann man Blutdruck messen? So wie man jeden Druck misst. Kraft pro Fläche. Geschichte des Blutdrucks. Um 1713 wurde erstmals durch Stephen Hales 1777 bis 1761 die invasive blutige Messung im Veterinärbereich vorgenommen. Die erste direkte Blutdruckmessung. Im Dezember ließ sich eine lebende Stute auf den Rücken legen und festbinden. Sie war 14 Hand hoch, 14 Jahre alt, hatte eine Fistel an der Seite und war weder besonders mager noch übermäßig vollblütig. Nachdem ich die linke Kuralarterie ca. 3 Zoll vom Bauch entfernt freigelegt und geöffnet hatte, führte ich ein Metallrohr in dieselbe ein, das ungefähr 1/6 Inch im Durchmesser hatte, an dem ich mit Hilfe eines genau passenden zweiten Metallrohres ein Glasrohr von ungefähr demselben Durchmesser, aber 9 Fuß, befestigte. Sobald ich die Ligatur in der Arterie löste, stieg das Blut im Glasrohr 8 Fuß 3 Inches. Stephen Hales, 1733. Etwa im Jahr 1709 begann Hales mit Experimenten zur Kreislaufphysiologie und zum Blutdruck bei Tieren. Man muss sich vorstellen, dass er diese jahrelangen Versuche neben seiner Arbeit als Gemeindepfarrer von Teddington allein auf seinem Kirchhof ausführte. Erst wesentlich später, 1733, erschien die schriftliche Zusammenfassung seiner Ergebnisse. Der erste Versuch einer direkten arteriellen Blutdruckmessung wurde an einem Pferd ausgeführt. Hales ließ das Blut aus der Kuralarterie in einem ca. 3 Meter hohes Glasrohr aufsteigen und bestimmte die Höhe der Blutsäule. Dann ließ er das Pferd etwas bluten, fing das Blut auf und wiederholte die Blutdruckmessung. Diesen Versuch wiederholte er 25 Mal bei stetig abnehmendem Blutdruck, bis das Pferd ausgeblutet war. Im zweiten Experiment führte er eine ähnliche arterielle Blutdruckmessung an einem Wallach durch. Im dritten Experiment, auch an einem Pferd, bestimmte er zuerst den venösen Druck in der linken Jugularvene, dann den arteriellen Druck in der linken Karotis, das Volumen des linken Ventrikels durch Injektion von flüssigem Wachs, die Auswurfleistung des linken Ventrikels, die Geschwindigkeit des Blutes in der Aorta, das Ausmaß der arteriellen Dilatation bei jedem Herzschlag, die kardiale Blutmenge und den Durchmesser der Aorta. Auf diese Weise erkannte er, dass der Blutdruck in den großen Gefäßen von 2 Größen abhängig war.
der Herzleistung und am peripheren Widerstand. Bei dieser Gelegenheit vermutete er auch, dass die erhöhte diastolische Füllung vom Herz mit einem vermehrten systolischen Blutauswurf beantwortet wird. Die folgenden der insgesamt 25 Experimente zur vergleichenden Physiologie des Kreislaufs Pferd, Ochse, Schaf, verschiedene Hunde beschäftigte sich meist nach obligater Messung des venösen und arteriellen Blutdrucks mit der kardialen Auswurfleistung, der Blutgeschwindigkeit in verschiedenen Abschnitten des arteriellen Systems, mit Blutdruck und Geschwindigkeit in der Pulmonalarterie, dem Einfluss verschiedener Flüssigkeiten, zum Beispiel Brandy, und Temperaturen auf den Gefäßstatus, mit tierischer Respiration und Digestion und anderem. Um die schwierige Frage des kardialen Auswurfvolumens pro Minute und Ruhebedingungen beurteilen zu können, zählt er die Pulsrate des Tieres von Beginn des Experiments, bestimmte invasiv den venösen und arteriellen Druck, ließ das Tier ausbluten und injizierte dann, mit vergleichbarem Druck über eine dritte Kanüle, geschmolzenes Wachs über die Pulmonalvene in den linken Ventrikel, das dann in der Glasröhre an der Karotis erschien. Nachdem das Wachs hart war, schnitt er den Abguss des linken Ventrikels aus und bestimmte Volumen und Oberfläche desselben, sodass ein gleichermaßen gebildetes Stück Wachs durchaus der Blutmenge, die dieses Ventrikel bei jeder Diastole empfängt, ausgemessen ist und die dann bei nachfolgenden Systolen in die Aorta getrieben wird. So hält 1733. Karl von Vierort. Ein frühes Gerät der indirekten arteriellen Druckmessung war zum Beispiel das Phygmograph des deutschen Physiologen Karl von Vierort, 1818 bis 1884. Vierort befasst sich unter anderem mit der Herzkraft und der Infusion von Kochsalzlösung, 1851. Er beschrieb die erste exakte Methode der Blutkörperchenzählung mit einer mikrometrisch markierten Glasplatte, 1852, und entwickelte erstmals die Phygmographie zur Aufzeichnung des arteriellen Pulses, 1854 bis 55. Anschließend erschien eine Monographie über Versuche zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit des Blutes und deren Einfluss auf Puls- und Atemgeschwindigkeit, 1858. Er konstruierte ein Gerät, das den Blutfluss mittels eines hydrometrischen Pendels im Blutstrom exakt messen konnte, das sogenannte Hämotachometer. 1860 erschien erstmals das erfolgreiche Lehrbuch Grundriss der Physiologie des Menschen. Samuel Siegfried Karl Ritter von Basch. Das erste Phygmomanometer wurde von dem österreichischen Pathologen Samuel Siegfried Karl Ritter von Basch 1837 bis 1905 erfunden, dem Hausarzt von Maximilian I. 1869 erschien eine anatomisch-klinische Abhandlung Baschs über die Dysenterie, die so viel Neues enthielt, dass Rudolf Virchow sie veranlasst sah, Basch als Mitbegründer der Bakteriologie zu bezeichnen. Basch war vor allem auf dem Gebiet der experimentellen Pathologie im Tierversuch erfolgreich. Schwerpunkte seiner Arbeiten waren die Kreislaufphysiologie sowie die Puls- und Blutdruckmessung. Er beschäftigte sich außerdem mit den Wirkungen des Nikotins und der Physiologie und Pathologie der Darmbewegungen. Basch war Pionier und Schöpfer der Kreislaufphysiologie. Er begründete die Methode der klinischen Blutdruckmessung und benutzte diese auch dann dazu, normale und pathologische Kreislaufverhältnisse zu untersuchen. Im Tierexperiment bestimmte Basch den Druck im linken Vorhof, ein Schritt zur Klärung der Funktion des kleinen Kreislaufs, beschäftigte sich mit der Herzarbeit 1877 und leistete auch einen Beitrag zur Frage der kardiellen Dyspnoe 1888, sowie führte er die Begriffe Nutzeffekt des Herz- bzw. Atemarbeit sowie Hyperpnoe in der Kreislauflehre ein. Basch entwarf ein Pilotenmanometer, das mit einer Fixationsapparatur kombiniert werden konnte, um Fehler bei ungenauem Aufsetzen der Instrumente auf die Radialarterie zu vermeiden. 1883 stellte Basch ein transportables, zur ambulanten Blutdruckmessung gedachtes Metallphygmometer vor, das nach dem Prinzip des Aneroidbarometers eine gewellte Metallkapsel benutzte, auf die der von der mit Wasser gefüllten Pelotte kommende Druck übertragen wurde. Diese Konstruktion entstand aus dem Bedürfnis heraus, auch am Krankenbett ein verlässliches Instrument zur Beurteilung der Kreislauffunktion zur Verfügung zu haben. 1900 beschrieb Basch dann ein Gerät zur Messung des Kapillardrucks. Nikolai Sergejewitsch Korotkow, 1874 bis 1920.
Korotkow dokumentierte 44 Behandlungen von Patienten mit arteriellen und arteriovenösen Aneurysmen, die die Grundlage seiner Doktorarbeit waren. Dabei benutzte er die Lehre eines der bekanntesten russischen Ärzte, Nikolai Pirogov, 1810 bis 1881, der auskultatorische Geräusche über vaskuläre Tumoren oder arteriovenösen Fisteln beschrieben hatte, die verschwanden, wenn man dem arteriellen Zufluss am betroffenen Glied durch Okklusion, zum Beispiel mit der von Scipione Rivarocci beschriebenen Blutdruckmanschette, unterband. Experimente mit Manschette und Stethoskop führten Korotkow schließlich zur Entdeckung systolischer und diastolischer Geräusche bei absinkendem Kompressionsdruck. Nach Moskau zurückgekehrt, berichtete Korotkow am 8. November 1905 über die Wahrnehmung von Geräuschen bei auskultatorischer Blutdruckmessung und stellte seine Messmethode vor. Am 13. Dezember erschien eine weitere Mitteilung Korotkows zur Blutdruckmessung, in der er Ergebnisse von Tierversuchen mitteilte, wonach die wahrgenommenen Geräusche lokal und nicht kardialen Ursprungs seien. Diese Berichte verursachten eine lebhafte und kritische Diskussion über die Ursachen des Phänomens. Die neue Methode wurde in Russland bald aufgegriffen und mehrfach experimentell bestätigt. Das Geräusch, das bei der Verwirbelung des Blutes beim Messen des Blutdrucks entsteht, wird als Korotkow-Geräusch bezeichnet. Zur Auskultation verwendete Korotkow ein Phonendoskop bzw. binaurales Kinderstethoskop. Unter Phonendoskop verstand er ein binaurales Stethoskop mit einer Doppelmembran-Bruststück, wie 1898 von Bianchi beschrieben, im Gegensatz zu den gebräuchlichen monauralen hölzernen Stethoskopen vom Laennec-Typus. Ein Instrument dieser Art erschwerte die von Korotkow vorgeschlagene auskultatorische Methode. Der systolische Wert wird nach Korotkow bei einsetzendem Klopfgeräusch, der diastolische Druck bei Verschwinden der Geräusche abgelesen. Zur Messung selbst verwendete er eine Rivarocci-Manschette und ein Quecksilbermanometer. Der Nachweis der ausreichenden kollateralen Blutversorgung bei Gefäßverletzungen an einer Extremität gelang Korotkow erstmals mit der von ihm entdeckten auskultatorischen Blutdruckmessung. Dieser Nachweis wird klinisch auch als Korotkow-Zeichen bezeichnet. Scipione Rivarocci, 1863 bis 1937. Eine einfache Methode des Phygmomanometers mittels Quecksilber wurde vom italienischen Arzt Scipione Rivarocci erfunden und 1896 veröffentlicht. Deshalb werden die nach diesem Prinzip gemessenen arteriellen Druckwerte häufig mit RR gekennzeichnet. 1901 entdeckte Harvey Cushing diese Methode auf einer Italienreise, verbesserte sie für die klinische Anwendung und popularisierte sie. Rivaroccis bedeutendste Leistung ist die Erstbeschreibung einer pneumatischen Armmanschette für ein Quecksilber-Blutdruckmessgerät von 1896, das die Weichteile und Arterien des Oberarms gleichmäßig komprimiert und damit eine einfache indirekte Messung des systolischen Blutdrucks erlaubte. Das 1896 auf dem italienischen Kongress für Innere Medizin vorgestellte, indirekte, unblutige und einfach anzuwendende Verfahren zur Blutdruckbestimmung entwickelte sich rasch zur Standardtechnik der ärztlichen Diagnostik und erleichterte die Behandlung der Hypertonie. Das Kernstück der Messung ist eine Oberarmmanschette, die eine gleichmäßige zirkuläre Kompression ermöglichte. Gleichzeitig kann der Arzt mit tastenden Fingern bequem die Pulsation der Arterie am Handgelenk fühlen. Rivarocci erkannte die Mitte des Oberarms als geeignetste Stelle für die Komprimierung und vereinfachte die Apparatur, indem er statt eines starren Zylinders einen Gummischlauch, ein Stück Fahrradschlauch, verwendete, der um den Arm geschlungen aufgeblasen wird. Die Ausdehnung des aufgeblasenen Schlauchs wird durch eine zirkuläre Lederbahn begrenzt. Neben dem Quecksilbermanometer wird ein Gummiball zum Aufpuppen der Manschette benötigt. Darüber hinaus muss der Patient für eine korrekte Messung den Oberarm entblößen. Der mit Manschette am Oberarm und Tasten des Puls nach Rivarocci gemessene Blutdruck wird mit RR abgekürzt. Rivaroccis Verfahren wurde 1905 durch den russischen Arzt Nikolai Sergejewitsch Korotkow wesentlich ergänzt. Er beschrieb den Einsatz des Stethoskops, mit dem die nach ihm benannten Korotkow-Geräusche bei Dekompression der Manschette abgehört werden. Heinrich von Recklinghausen verwendete eine breite Manschette, die erst die tatsächlich arteriellen Drücke messen konnte, im Gegensatz zur dünnen Gummimanschette von Rivarocci. Erst durch seine Verwendung eines Feder- oder Kapselmanometers konnte auch oszillometrisch gemessen werden. Bevor es dazu kam, Blutdruck zu messen, brauchte man erst einmal ein Stethoskop. Und hier ist so ein altes Stethoskop. Die Urform davon. Wird aber immer noch benutzt. Wofür? Schwangerschaftsdiagnostik. Tatsächlich waren die ersten Blutdruckmessgeräte umgebaute Thermometer.
Hier unten wurde Quecksilber reingefüllt. Und wie alles, bevor man angefangen hat, völlig paranoid und hysterisch zu werden, hat man mit Quecksilber gemessen. Was überhaupt kein Problem gewesen wäre, weil selbst wenn hier irgendwelche Dämpfe entstehen, die bleiben in diesem geschlossenen System drin. Und wenn man das runterschmeißt, hat man auch bei modernen Geräten noch seine Probleme, da wird es nämlich teuer. Außerdem, wenn man Quecksilber verschüttet, schmeißt man Schwefelpulver drüber, das bindet sich dann und dann ist es ungefährlich. Aber ich glaube nicht, dass jeder Schwefelpulver zu Hause hat. Das ist die Urform eines Blutdruckmessers. Das ist so im Stand noch um 1900. Das ist ein sehr altes Teil. Es stand übrigens mal in der Charité. Und abgesehen jetzt von Verwendungszweck und abgesehen jetzt vom wissenschaftlichen Hintergrund, ich finde es einfach wunderschön. Das ist wirklich ein Kunstwerk. Ja, ist es auch. Es ist auch ein Kunstwerk der Glasblaskunst. Der Glasblaskunst, genau. Auch wenn das jetzt ein technisches Teil ist, aber immerhin ist es sehr viel Fummelarbeit. Auch nicht. Ich auch nicht. Ich scheitere schon an Kartenhäusern. Kann ich mal einen Papierflieger falsch machen. Das war auch nicht schön. Wie gesagt, das ist die Urform eines so einem Blutdruckmessers. Würde immer noch funktionieren. Hier haben wir modernere Druckmanschetten. Das ist eins für Kinder. Es sieht genauso aus wie das für Erwachsene, das ist kein Unterschied. Sind auch die gleichen Skalen. Bei den alten, die gingen nur bis 250, aber es gab auch noch ältere, da ging es über 300. Bis 340, bis 360, zwar lebte man da nicht mehr, aber naja. Das wusste man ja damals noch nicht. Wusste man schon, aber wie gesagt, es ist etwas langläufig, die Geschichte. Man muss die auch mal auspendeln, wie das abendlich abläuft. Hier haben wir ein schon älteres elektrisches aus den 70er, 80er Jahren. Da wurde jetzt gerade Luft ausgepumpt, um die Manschette aufzublasen, die man normalerweise daran befestigt sähe, wenn es denn vollständig wäre, was es nicht ist. Die Messung beim Blutdruck kann auch fehlerbehaftet sein. Viele machen den Fehler. Umwickeln es hier oder hier und machen dann so. Demonstriert, aber wie gesagt, das sind reine Sammlerobjekte. Der Vorführeffekt. Die sind teilweise 40, 50 Jahre und da darf auch so eine Manschette auch schon mal nicht mehr funktionieren. Aber wie das geht, werdet ihr jetzt in Einspielfilmen sehen. Gleichzeitig erfahrt ihr bei Mädels und Jungs, wie eure Normalwerte sein sollten. Dazu aber auch, wie es bei Erwachsenen ist. Und wie immer könnt ihr mitraten. Genau. Blutdruck bei Kindern und Jugendlichen in Normalwerten. Jungen, Körpergröße in Zentimetern. 3,5 Jahre 98 cm. Mädchen, 3,5 Jahre 97 cm. Jungen, 8,5 Jahre 130 cm. Mädchen, 8,5 Jahre 128 cm. Jungen, 12,650 cm. Mädchen, 12,5 Jahre, 153 cm. Jungen, 16,566 cm. Mädchen, 16,5 Jahre, 155 cm. Jungen, über 16,5 Jahre, 173 cm. Mädchen und über 16,5 Jahre, 161 cm.
Blutdruck bei Erwachsenen verteilt die Normalwerte. Niedrig. Systolisch, kleiner 105. Diastolisch, kleiner 65. Es gibt leider keine Normwerte für sehr niedrigen Blutdruck. Diese Werte werden auch nicht als optimal bezeichnet, zumal niedriger Blutdruck auch zu gesundheitlichen Schädigungen führt. Optimal. Systolisch 150 bis 119, diastolisch 65 bis 79. Normal. Systolisch 120 bis 129, diastolisch 80 bis 84. Noch normal. Systolisch 130 bis 139, diastolisch 85 bis 89. Hypertonie Grad 1. Systolisch 140 bis 159, diastolisch 90 bis 99. Hypertonie Grad 2. Systolisch 160 bis 179, diastolisch 100 bis 109, Hypertonie Grad 3. Systolisch größer 180, diastolisch größer 120. Hoher Blutdruck, Hypertonie und seine Symptome. Angina pectoris. Herzschmerzen, Atemnot, Dyspnoe, blutunterlaufene Augen, Durchblutungsstörungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Nasenbluten, Epistaxis, Nierenschäden, ein rotes Gesicht, Schlafstörungen, schmerzende Beine, Schwindel, Sehstörungen und ständiger Durst. Was sollte man bei Bluthochdruck nicht essen und trinken? Salz nur in Maßen, denn eine kochsalzreiche Ernährung kann den Blutdruck in die Höhe treiben. Schweinefleisch, fette Speisen, Wurst, auf Alkohol möglichst verzichten, rauchen. Was hilft dagegen? Der Blutdrucksenker Kalium. Fisch und Olivenöl als Lieferant von Omega-3-Fettsäuren, viel Obst und Gemüse, Flügelfleisch, mehr vegetarisch, das Übergewicht abbauen und Sport treiben. Wichtig ist wieder, bewegungsintensiven Sport treiben, nicht nur angeln gehen und auf Fische warten, sondern mit Hilfe eines Facharztes oder Kardiologen oder Sportmediziner eine geeignete Sportart entdecken. Niedriger Blutdruck, Hypotonie und seine Symptome. Atemnot, Dyspnoe, blaue Zehen und Finger, Durchblutungsstörungen der Beine, Herzrasen, Tachykardie, Ohrengeräusche, pulsierende Kopfschmerzen, rasche Ermüdung, depressive Verstimmung und erhöhte Reizbarkeit, Schweißausbrüche, Schwindel, Übelkeit und Durchfall, Wettermüdigkeit und Wetterfühligkeit. Was essen bei niedrigem Blutdruck und was nicht? Neben Herz-Kreislauf-Training, Kneipp- oder Atemtherapie spielt die Ernährung eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Problemen. Bei niedrigem Blutdruck benötigt der Körper eine andere Ernährung als bei Bluthochdruck. Bereits einige wenige Änderungen der Essgewohnheiten können den Blutdruck regulieren. Wasser, Schokolade, Getränke mit Elektrolyten, zum Beispiel alkoholfreies Weißbier, für Kinder und Jugendliche Malzbier, Käse, Kaffee oder Tee, Süßholz, Nüsse, Rosmarin, Obst mit Vitamin C und Fleisch. Wichtig ist auch hier bewegungsintensiven Sport zu treiben und nicht nur angeln und auf Fische zu warten, sondern mit Hilfe eines Facharztes, eines Kardiologen oder Sportmediziners etwas Geeignetes zu finden. Brettsportarten im Allgemeinen helfen, das Gleichgewichtsgefühl wieder zu erlangen. Und andere Freilaufsportarten sind gut, wie Fußball, Tennis und Laufen, um wieder fitter zu werden und den Blutdruck ein bisschen in die Höhe zu treiben. Auch Treppensteigen anstatt den Fahrstuhl zu nehmen hilft. Und mit dem Rad zur Schule, auch bei Wind und Wetter. Das ist ein EKG-Gerät. Was hat ein EKG-Gerät mit dem Blutdruck zu tun?
Das zeigt den Herzschlag an. Und der Herzschlag ist eigentlich, wie der Blut überhaupt entsteht. Genau. Weil das Herz ist im Prinzip eine Pumpe. Ihr seht jetzt hier eine Nulllinie. Wieder wird mein Blutdruck gemessen, den ich verkaufen muss. Ich bin also klinisch tot gerade. Das hört sich dann so an. Eine Nulllinie würde bedeuten... Exitus, sprich tot. Er ist klinisch tot, verstorben. Der Patient, das möchte kein Arzt. Das kennt er bestimmt von irgendwelchen Krankenhausserien, da ist das schon dramaturgisch sehr gut verankert. Und von EKG gehen wir jetzt direkt über zum Herzen. Was das EKG jetzt misst, das sieht er jetzt, nämlich das Herz. Wie das funktioniert und wie es aufgebaut ist. Und wie immer dürft ihr dabei mitraten. Dein Motor, das Herz. Bevor wir damit loslegen, sehen wir uns das Herz einmal an und überlegen uns dessen Teile. Obere Hohlvene, Vena cava superior. Die obere Hohlvene ist eine der zwei größten Venen im menschlichen Körper. Sie sammeln sauerstoffarmes Blut aus der Körperperipherie und leiten es zurück zum Herzen, genauer gesagt in den rechten Herzvorhof. Rechter Vorhof. Vom rechten Vorhof fließt das sauerstoffarme Blut durch die Tricuspidalklappe in die rechte Herzkammer, die das Blut in die Lungenschlagader pumpt. Die Lungenschlagader teilt sich in die rechte und linke Lungenarterie, die das Blut in die rechte und linke Lunge bringen. Lungenvenen. Vena pulmonalis. Die Lungenvene ist eine große Vene. Bei Menschen gibt es im Normalfall je zwei Lungenvenen. Aus der linken und aus der rechten Lunge. Sie münden in den linken Vorhof. Pulmonalklappe. Valva trunki pulmonalis. Die Pulmonalklappe ist eine der vier Herzklappen. Sie liegt im Lungenstamm, direkt an dessen Ursprung aus der rechten Herzkammer und findet den Rückfluss des Blutes zu Beginn der Erschlaffungsphase, Diastole des Herzens. Segelklappe. Rechts, Ventriculus. Segelklappen finden sich am Herz der Säugetiere beidseits zwischen dem Vorhof, Atrium, und der Herzkammer, Ventriculus, und werden deshalb auch Atrioventrikularklappen oder AV-Klappen genannt. Tricuspidalklappe, Valva Atrioventricularis Dextra. Die Tricuspidalklappe, auch rechte AV-Klappe, ist die Herzklappe zwischen dem rechten Vorhof und der rechten Herzkammer. Die Tricuspidalklappe wirkt als Rückschlagventil. Sie öffnet sich bei der Verschlaffung, Diastole der rechten Herzkammer. Während der Systole schließt sich die Klappe durch den ansteigenden Druck und verhindert das Zurückfließen des Blutes in den rechten Vorhof. Das System aus Sehnenfäden und Papillarmuskeln verhindert, dass die Segel bei der Systole in den rechten Vorhof durchschlagen. Untere Hohlvene, Vena cava inferior. Die untere Hohlvene ist eine der zwei größten Venen im menschlichen Körper. Sie sammeln sauerstoffarmes Blut aus der Körperperipherie und leiten es zurück zum Herzen, genauer gesagt in den rechten Herzvorhof. Rechte Herzkammer, linke Herzkammer. Von beiden Herzkammern geht ein großes Blutgefäß ab. Von der linken Herzkammer die große Körperschlagader, Aorta, und von der rechten Herzkammer die Lungenarterie, Arteria pulmonalis oder Pulmonalarterie. Bei jedem Herzschlag pumpt das linke Herz Blut in die Körperschlagader und damit in alle Bereiche deines Körpers. Segelklappe. Segelklappen finden sich am Herz der Säugetiere beidseits zwischen dem Vorhof, Atrium, und der Herzkammer, Ventriculus, und werden deshalb auch Atrioventrikularklappen oder AV-Klappen genannt. Tricuspidalklappe, Valva Atrioventricularis Dextra. Die Tricuspidalklappe, auch rechte AV-Klappe, ist die Herzklappe zwischen dem rechten Vorhof und der rechten Herzkammer. Die Tricuspidalklappe wirkt als Rückschlagventil. Sie öffnet sich bei der Verschlaffung, Diastole, der rechten Herzkammer. Während der Systole schließt sich die Klappe durch den ansteigenden Druck und verhindert das Zurückfließen des Blutes in den rechten Vorhof. Das System aus Sehnenfäden und Papillarmuskeln verhindert, dass die Segel bei der Systole in den rechten Vorhof durchschlagen. Mitralklappe oder auch Bicuspidalklappe, Valva Atrioventricularis Sinistra. Lungenvenen, Venae Pulmonalis. Die Lungenvene ist eine große Blutader, Vene. Bei Menschen gibt es im Normalfall je zwei Lungenvenen, Venae Pulmonalis, aus der linken und aus der rechten Lunge. Sie münden in den linken Vorhof. Lungenarterie, Arteria pulmonalis. Die Lungenarterie. Ärzte bezeichnen diese als Arteria pulmonalis,
Sie ist eine große Schlagader, also Arterie, die das sauerstoffarme Blut vom Herz zur Lunge transportiert. Es gibt zwei Lungenarterien, eine linke, Arteria pulmonalis sinistra, und eine rechte, Arteria pulmonalis dextra, jeweils Abzweigungen des aus der rechten Herzkammer hervorgehenden Truncus pulmonalis darstellen. Aorta, Aorta ascendens. Aufsteigende Aorta, Aorta ascendens, die von der linken Herzkammer aus nahezu senkrecht nach oben verläuft und von dieser durch die Aortenklappe getrennt ist. Die Aorta ist die größte Schlagader, also Arterie des Körpers. Beim erwachsenen Menschen hat sie in der Regel einen Durchmesser von etwa 2,5 bis 3,5 cm und eine Länge von 30 bis 40 cm. Sie hat die Form eines aufrechten Spazierstocks mit einem bogenförmigen Anfang und einem geraden Verlauf nach unten bis in den Beckenbereich. Ich spreche jetzt hier rein. Mach das. Doch ganz der Telefon! Noch muss ich mein Gehör nicht auch verkaufen. Noch ich wäre es, wenn ich mal Telefon gehen würde. Ich gehe ja schon ans Telefon. Physikalisch-Technisches Institut, Konstrakter, ZEP am Apparat. Oh, Herr Hales. Ja, Sie waren das doch, der die Pferde hat ausbluten lassen. Ach, deswegen rufen Sie an. Nein, ich kenne keine Sauerbratenrezepte. Ach so, ja. Ja, die zu essen ist durchaus sinnvoll. Aber nein, da kann ich nicht weiterhelfen. Ja, Sie wollen ein Sauerbratenrezept. Ja, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Da werde ich Sie mal an meinen Kollegen weiter... Hallo? Der möchte ein Sauerbratenrezept haben. Ich bin Professor für Physik. Wir können auch kochen. Aber Sauerbraten? Das ist ein Herd. Ja und? Er will nicht weiterhelfen. Zur Not würde ich vorschlagen, einfach trocknen, in Streifen schneiden, dörren. Das schmeckt auch gut, Trockenfleisch. Kann man ein bisschen würzen, am besten mit Chili oder sowas. Von wo will denn das Pferd nicht reiten? Weil er den Blutdruck des Pferds gemessen hat. Ach so. Und das hat er auf eine relativ legale Weise gemacht. Naja, wusste man halt damals nicht besser. Und es wäre sowieso gegessen worden, also von daher gesehen kann man es vorher auch... Aber er könnte doch einen Koch engagieren dafür. Da hat er keine Zeit zu. Hat er selber gesagt. Da muss er sich... Er ist zu sehr damit beschäftigt, seine Ergebnisse aufzuschreiben. Ich glaube, da sollten wir doch bei der Telekom anrufen. Hallo? Ich glaube, wir sollten bei der Telekom anrufen und ihn einen Koch anrufen. Hallo? Hallo? Oh. Er meinte, er sei jetzt zu beschäftigt und das würde ihm zu lange dauern. Und ich glaube, er hat aufgelegt. Ein sehr unfreundlicher Mensch. Ich glaube, der sollte mal seinen Blutdruck messen. Der ist bestimmt bei über 300. Das ist aber ein sehr unfreundlicher Mensch. Was will man von jemandem erwarten, der auch ganze Pferde ausblutet? Der Pferderipper von Teddington. Das werden nicht mal unsere Vampire hier tun. Stimmt, die würde das Blut wenigstens trinken. Stimmt. Man könnte Blutwurst daraus machen. Ich weiß es nicht. Also ich hole mir jetzt was zu futtern. Ihr könnt ja mal selber gucken, ob ihr zumindest mal euren Puls... Oh, ich glaube, er hat gerade angefangen mit Hunden zu experimentieren. Das ist nicht gut. Nee. Ich glaube, dann verabschieden wir uns. Und gucken mal, was da draußen abgeht. Man sieht sich. Tschukowski, tschüss. Und nun fallst du mal wieder Hunde ein.